der Falun. Heidi ho. Ja, dann speichern wir da an nochmal. Sicher ist sicher. So, gefällt. Dann reden wir mal mit dem Seifenhändler. Okay, was kann ich tun, seufzt für dich tun, junger Mann? Hören Sie bitte auf zu seufzen, ich werde depressiv. Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich mich hier befinde? Wer sind Sie, was tun Sie hier? So, du hast gut reden. Das bin ich schon seit 12 Jahren. Kein Grund, mich damit anzustecken, oder? Standardantwort. Ja, aber warum denn nur? Seit 12 Jahren ist das länger als ein Vierteljahrhundert. Machst du dich über mich lustig? Hey, Sie haben ja plötzlich aufgehört zu seufzen. Der mag mich nicht mehr. Jeder Ort braucht einen Seufzschmiedseifenhändler. Dieser Ort hier braucht eher etwas Action. Dieser Ort braucht bestimmt keinen Schmierseifenhändler. Und Sie sind ein typischer Vertreter der wilden Westler. Aber ich sehe keinen Schmier, keine Schießerei, keine Indianerüberfälle. In diesem Spiel. Hier geht es seufzt gewaltfrei zu. Wie absolut öde. Keine Saloonschlägerei, kein Bankraub. Absolut öde. Kein hinterlistiger Fallspieler, keine gewöhnlichen Cowboys. Wie absolut öde. Sind Sie wenigstens irgendwie wild, Mister? Ihr Seufzen macht mich auch langsam ziemlich wild. Mal das. Kein Grund, mich damit anzustecken, oder? Das haben wir schon. Ah, jetzt zwei. Ich bin seufzt unglücklich verliebt, mein Junge. Welche tragische Geschichte. Schütten Sie mir Ihr Herz aus. Wissen Sie eigentlich, dass mir das ziemlich schnurzegal ist? Im billigen Whisky oder in das Pferd da drüben? Ah, jetzt erzählt er irgendeine Geschichte. Ich bin nur ein schmuddeliger Schmierseifenhändler. Und sie seufzt, ist die flotte Bardame im Saloon. Tja, der sauberste Typ sind Sie nicht gerade. Moment mal, was ist hier?
Beruf. Weil ich doch hier Tag ein, Tag aus Schmierseife verkaufe. Für das Produkt, das sie hier verkaufen, sind sie aber erstaunlich schmutzig, Mister. Schmierseife, genau das, was ich jetzt brauche. Her damit. Sein muss, womit seufzt, möchtest du bezahlt werden? Wie wäre es mit meiner ewigen Dankbarkeit? Bezahlen? Über solche Kleinigkeiten sind wir doch wohl hinaus, oder? Nein, sondern darauf, dass ich nicht bezahlen will. Welche Währung bevorzugen Sie, Mister? Natürlich, harte Dollars. Wie wäre es mit harten Worten? Wie wäre es mit kalten Witzen? Der Texter anscheinend. Nichts bekommen und da kriegt man sicher Seife oder irgend sowas. Die Action haben wir schon. Da machen wir Action nochmal, da machen wir das, keine Schießerei, wir absolut öde, das haben wir vorhin, kein hinterlistige, Cowboys, das war das, macht mich auch langsam ziemlich wild, sie sind wenigstens irgendwie wild. Das funktioniert nicht. Das war auch korrekt. Okay. Kein Grund, mich damit anzustecken. Oder Standardantwort, ja, aber warum denn nur? Mach mal das. Tragische Geschichte, schütten Sie mir Ihr Herz aus. Nimm mal das. Was haben wir hier gehabt? Nehmen wir mal das untere. Mit dem Barfeind. Hey, Sir. Machst du dich über mich lustig? Nein. Das wäre auch seufzt gar nicht nett von dir. Vielleicht nicht nett, aber für den Spieler sicherlich unterhaltsam. Als das ewige Geseufze. Dabei bin ich doch so nett. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?
läuft unglücklich verliebt, mein Junge. Ja, das ist dann das mit der Geschichte wieder. Dann nehmen wir das Zweier. Nein, das eigentlich nicht. Ich bin nur so seufz. Unglaublich schüchtern. Geben Sie sich einen Ruck. Beweisen Sie ihr, dass Sie ein ganzer Mann sind. Ich wünsche Ihnen, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Ich wünschte, dass ich mich nicht ständig irgendwelche Leute mit ihren Problemen belästigen. Mach mal das mal. Du bist ein findiger Junge. Vielleicht könntest du mir tatsächlich helfen. Logisch. Immerhin bin ich ein Adventure-Held, der Retter aller hilflosen Schmierseifenhändler. Dann könntest du mir einen großen Gefallen tun. Vielleicht was springt für mich dabei raus. Yeah. Ich gebe dir eine hochromantischen Liebesbrief? Klasse. Nur her damit. Da kann ich ja direkt noch was lernen. Prima. Der wird in unserer Schulzeitung als Witz des Monats. Nun, ich mag sie ja auch irgendwie, Mister. Aber ich habe schon eine Freundin. Das untere. Der Brief überbringst du der Saloon Lilly. Die Lilly. Ich bin dafür zu schüchtern. Ich bin die Bundespost. Ich überbringe nichts umsonst, Mister. Eine Saloon Lilly? Was ist eine Saloon Lilly? Sie wird sofort wissen, von wem der Brief stammt. Überall diese Schmierflecken. Beides könnte klappen. Wir machen das. Oh, Saloon Lilly, die seufzt. Hübscheste Bardame in diesem Programm. Wo ist sie denn, diese Bardame? Hinter der Bar natürlich. Schon mal das Wort Logik gehört? Klar. Aber wo ist die Bar? Genug gescherzt. Gibt es einen brutalen Nebenbuhler, der sie nicht an die Dame heranlässt? Eigentlich nicht. Ich bin nur so seufzt unglaublich schüchtern. Das haben wir ja schon gehabt. Ich wünsche Ihnen, ich könnte Ihnen irgendwie helfen. Hammer. Logisch, immer her damit. So, machen wir das hier nochmal. Klasse, immer her damit. Prima. Der wird Ihnen unsere. Sie ja auch irgendwie, Mister, aber ich habe schon eine Freundin. Das war richtig, denke ich mal. Ich bin wie die Bundespost. Ich überbringe nichts umsonst. Mach mal das. Für die Überbringung des Briefs bekommst du von mir eine exklusive Schmierseife. Wer weiß, wozu ich die noch brauchen werde. Mit meiner zugegebenermaßen etwas schwierigen Autogramm
wir müssen das ja irgendwie machen. Wir brauchen die Seife. Unbedingt. Was für eine. Okay. Saloon schon kapiert. Ich bin schon unterwegs. Ah, wir haben die Seife und den.